Herzlich willkommen im Roten Salon an der Volksbühne. Wir sind hier, wie gesagt, im Gespräch mit Ulrich Kälber, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das ist Ingo Dachwitz, ist Journalist bei netzpolitik.org und schreibt vor allem über Datenschutzthemen. Genau. Und Lea Pfau von der Open Knowledge Foundation, Transparenzaktivistin bei der Open Knowledge Foundation und momentan vor allen Dingen beschäftigt mit der Initiative für ein Transparenzgesetz in Berlin. Falls ihr noch nicht unterschrieben habt, könnt ihr das unten tun. Da vorne hält jemand einen Flyer hoch. Genau, Datenschutz und Informationsfreiheit sind die Themen unseres heutigen Gesprächs und ich würde sagen, sie berühren eigentlich eine der größten oder fast den größten Konflikt oder einen der zentralsten Konflikte auf jeden Fall, wenn wir über Digitalisierung sprechen, nämlich die Frage nach dem Zugang zu Wissen und der Hoheit über Wissen. Lange Zeit hat sich mit dem Internet ja die große oder mit der Digitalisierung ja die große Vision verbunden, dass alle Zugang zu haben zu freiem Wissen, dass es eine egalitäre Wirkung hat, die Demokratie stärkt. Und diese Vision gibt es auch immer noch und sie wird auch realisiert in Teilen. Ganz viel Liebe geht raus an die Wikipedia beispielsweise. Gleichzeitig können wir aber feststellen, dass wir heute in einer Situation leben, in der es auch nie dagewesene Daten- oder Informations- und Wissensmonopole gibt. Einerseits in den Händen von Datenkonzernen, die damit Vorhersagen machen wollen, Menschen analysieren, Werbung verkaufen und anderes machen wollen, aber auch in staatlicher Hand, in den Datenbanken der Polizeien und Geheimdienste. Und dieser Konflikt zwischen Zugang zu Informationen und der Hoheit über Wissen und Informationen spiegelt sich wieder in den beiden Politikfeldern Informationsfreiheit und Datenschutz. Und um die geht es heute. Genau, praktischerweise haben wir jemanden hier, der sich mit beiden Themen ganz gut auskennt. Ulrich Kälber ist gelernter Informatiker, saß lange Zeit für die SPD im Bundestag, ist auch Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung und seit Anfang 2019 in seiner Funktion als Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. In dieser Rolle tritt er auch medial etwas anders auf als seine Vorgängerin. Er leistet sehr viel Kritik an Gesetzentwürfen, an zum Beispiel die EU-Urheberrechtsreform und der Vorratsdatenspeicherung und hat auch bereits eine eigene Transparenzinitiative im eigenen Haus gestartet. Herzlich willkommen. Genau, freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal mit dem Thema an, das ein bisschen oben aufliegt und über das Sie wahrscheinlich ständig sprechen müssen, wenn Sie irgendwie vor Leuten sprechen und mit Journalistinnen und Journalisten sprechen müssen. Das ist die Datenschutzgrundverordnung, die immer noch ein bisschen die Gemüter bewegt. Nicht mehr ganz so wie gut anderthalb Jahren, als sie wirksam geworden ist. Aber wir fanden es doch wichtig, mit diesem Thema einzusteigen. Und vor allen Dingen mal mit der Frage, wann merken wir eigentlich mal was von der Datenschutzgrundverordnung? Für viele Menschen da draußen fühlt es sich bisweilen, nachdem der Stress um die Datenschutzkonformität der eigenen Webseite irgendwie abgeklungen ist, bisweilen doch noch so an, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Deshalb die Frage an Sie. Das große Versprechen der Datenschutzgrundverordnung war, dass sie etwas Ordnung bringt, auch eine Zähmung der Datenindustrie, dessen, was Shoshana Zuboff als Überwachungskapitalismus beschreibt, bringen soll. Wann merken wir etwas davon? Also von den Datenschützern hören Sie aus vollster Überzeugung erstmal drei Worte: die Datenschutzgrundverordnung wirkt. Wenn ich das auf die drei Ebenen schaue, international, Europa, national, ist das etwas unterschiedlich noch ausgeprägt. International merken wir, es ist wirklich ein Exportschlager. Ganz viele orientieren sich an den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung für die Einrichtung eigener Regelungen. Erstens, weil wir durch Vorbild wirken, aber auch, weil sie Interesse haben am freien Datenaustausch. In den USA über die Gesetze in Kalifornien, New York, Druck jetzt auf ein nationales Gesetz. Japan hat es im Rahmen der Freihandelsvereinbarung gemacht. Indien, Südafrika, Brasilien, Mexiko, da ist unglaublich viel unterwegs. Wir haben einen Goldstandard gesetzt. National haben wir erlebt, dass das, was viele natürlich einfach als Panik, es waren ja auch viele Fehlinformationen, absichtliche Fehlberatungen und Ähnliches unterwegs, merken wir, viele haben sich mit Datenschutz wieder auseinandergesetzt und gemerkt, hey, nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz hätten wir das auch schon längst alles machen müssen. Also vieles, was dort passiert ist, was in die Wege kommt, was sich bewegt, was verbessert wurde, ist auch darauf zurückzuführen. Und die Zurückhaltung der Datenschutzbehörden, wenn etwas noch nicht umgesetzt wurde, wird natürlich auch immer weniger werden.
Ich glaube, Sie werden auch mehr Sanktionen sehen, also von Untersagung bis hin zu Bußgeldern. Und was übrigens ein besonders spannender Bereich wird, Bußgelder auch wegen des mangelnden technischen Schutzes von Daten. Also diese Bequemlichkeit, keine Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Die europäische Ebene ist ein bisschen diffiziler zu beantworten. In der Tat bin ich natürlich unzufrieden, dass wir jetzt, 16 Monate nach dem Start, also voll wirksam werden der europäischen Datenschutzgrundverordnung, zu offensichtlichen Datenschutzverstößen internationaler Konzerne, deren Sitz in anderen EU-Staaten haben, muss also ein Verfahren gibt, noch keine Entscheidung haben und teilweise diese Staaten sagen, unser Verwaltungsrecht ist eben so, wir brauchen immer mindestens 15 Monate, aber irgendwann in diesem Jahr werden wir den Streit beginnen müssen, wenn wir unterschiedliche Ansichten dann sehen zwischen nationalen Behörden, Facebook, Irland legt was vor, wir werden prüfen, ob wir die gleiche Meinung haben, wenn nicht, widersprechen wir, dann wird im Notfall strittig abgestimmt im Europäischen Datenschutzausschuss. Genau, also die haben es gerade schon angesprochen, wenn wir es konkret machen, dann geht es ja meistens um die irische Datenschutzaufsicht, die für die großen Datenkonzerne Facebook, Google dann zuständig ist. Ihr Hamburger Kollege beschreibt die Situation ja immer so, wenn es um Irland geht, als Steueroase meets Datenschutzwüste. Das ist zumindest formell nicht mehr so der Fall, weil die Datenschutzgrundverordnung da ja auch gilt. Aber was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie jetzt Aufsichtsbehördenleiter in Irland wären? Was würden Sie sich, wie würden Sie vorgehen in den Verfahren gegen Facebook und Google? Also um die Iren mal nicht immer so ganz in die Ecke zu stellen in den Gesprächen mit denen, ich muss sie ja auch noch ein bisschen rauskitzeln, habe ich mal gesagt, ich kenne ja eure Situation, die ist wie die vom Kraftfahrzeugbundesamt in Deutschland beim Thema Fahrzeuge. Mit industriefreundlichen Grüßen. Aber wir haben ein ganz klares europäisches Recht und es kann nicht sein, dass ein Land sagt, wegen unserem Verwaltungsrecht brauchen wir so und so lange, wir dürfen keine Aussagen treffen, wir müssen die Anhörung machen, die haben dann 3 Monate Stellungnahme. Und wir können diese Entscheidung nicht treffen. Die Vorstellung ist ja, was passiert eigentlich, wenn alle sogar der Meinung sind, selbst meine irische Kollegin, die nicht so von der Datenschutzgrundverordnung überzeugt ist, wie ich eine Rede von ihr entnehmen konnte vor kurzem. Wenn wir alle überzeugt sind, das ist ein großer Datenschutzverstoß, stellen wir den dann 18 Monate lang nicht ab? Und das war der Grund, warum ich den Kollegen in Hamburg ermuntert habe, in der Frage der Smart Speaker tatsächlich eine Eilentscheidung anzukündigen, zu sagen, ich entscheide für Deutschland, dass das nicht erlaubt ist und innerhalb von 3 Monaten muss der Europäische Ausschuss dann abstimmen. Hinter den Kulissen geht es jetzt ziemlich rund. Stichwort Bußgelder, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es wurden jetzt die ersten Bußgelder verhängt. In Großbritannien bis zu 200 Millionen, in Frankreich 50 Millionen. In Deutschland ist das höchste bisher verhängte Bußgeld bei 80.000 Euro. Wieso ist das hier so niedrig? Also wir werden auch in Deutschland größere sehen, insbesondere dann, wenn es große Versäumnisse gibt, wenn es um große Fragestellungen geht. Die deutschen Datenschutzbehörden sind in der Tat, sehen ihren Hauptaufgabe natürlich in der Beratung, der Abstellung, nicht in der Maximierung von Bußgeldern, aber es wird nicht bei den Größenordnungen 80.000 Euro bleiben. Sie werden auch in Deutschland welche in Millionenhöhe sehen. Wir sind gerade auch im Prozess, gemeinsame Leitlinien zu entwickeln. Wann gibt es Bußgelder und in welcher Höhe? Da treffen allerdings sehr unterschiedliche Rechtskulturen in der Bemessung von Bußgeldern auf sich. Das ist nicht so einfach, weil sie müssen ja nachher auch vor den Gerichten damit bestehen, wenn die Unternehmen den Bußgeldern widersprechen. Sind die Datenschutzbehörden denn genug ausgestattet, um adäquate Beratung leisten zu können? Definitiv nicht. Insbesondere meine Kollegen aus den Ländern sind unterbesetzt, die ja den Großteil der Privatindustrie in ihrer Aufsicht haben. Auf der Bundesebene sind wir in den letzten Jahren deutlich gestärkt worden. Die Behörde hatte noch vor wenigen Jahren 80 Stellen. Wir sind jetzt bei 250. 200 haben wir besetzt. Wir besetzen im Augenblick eine ganze Reihe weiterer Stellen. Immer mal drauf gucken. Die helle Seite der Macht ist wunderbarer Arbeitgeber innerhalb der Bundesebene. Aber auch wir werden weiter Aufwuchs brauchen. Der Sicherheitsbereich schluckt ohne Ende. Leute allein schon für Pflichtkontrollen. Und 21 Gesetze im Gesundheitssektor, viele neue Register, viele neue Prüfungen, neue Anwendungen. Wir sind für viele der Krankenkassen zum Beispiel zuständig. Auch das ist notwendig und wir wollen in der Tat Beratung beinhalten. Wir wollen kleinen Unternehmen, aber auch großen, die kommen und sagen, wir haben da eine Idee, wie können wir die datenschutzkonform ausgestalten. Das ist uns das Allerliebste, dass sie kommen, bevor sie sowas auf die Menschheit loslassen. Einzelne Betroffene.
Gleichzeitig können wir feststellen, dass erste Datenschutzbehörden beispielsweise in Bayern sagen, sie können das mit der Beratung nicht mehr machen. Also die bayerische Datenschutzaufsicht war eigentlich dafür bekannt, dass sie eigentlich ziemlich viel Beratung machen, auch relativ nah dann dran sind an der Wirtschaft. Die haben jetzt angekündigt, dass sie die Beratung eigentlich einstellen müssen, weil sie es nicht leisten können, weil sie es nicht schaffen. Und einige werden sich daran erinnern, dass Datenschutzbehörden gerade rund um den 25. Mai 2018 die Telefone abgestellt haben, weil sie gesagt haben, sie kommen nicht hinterher. Also inwiefern können die Datenschutz, also was braucht es dann an der Stelle eigentlich? Also vor allem die Wirtschaftsflügel in den Fraktionen des Deutschen Bundestages sind ja traditionell datenschutzskeptisch. Bei denen stößt man immer auf Leute, die sagen, der Datenschutz hält unsere Geschäftsmodelle auf. Schon mal sehr mühselig, denen zu erläutern, dass es vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil sein kann in einem weltweiten Markt, der nach solchen Lösungen fragt. Aber ihnen zu sagen, das Allerschlechteste ist doch, wenn die Unternehmen keine Beratung haben, also wenn sie in die Sanktionen, in die Untersagungen, in die Bußgelder hineinlaufen. Deswegen, wer Wirtschaftsförderung betreiben will im digitalen Sektor, sollte seine Landesdatenschutzbehörden so ausstatten, dass die Beratung durchführen können. Ansonsten schadet er den Unternehmen, denn die Kontrollen und vor allem die Kontrollen nach Beschwerden, die werden auf jeden Fall stattfinden. Okay, Beratung ist natürlich schön und gut. Hauptaufgabe der Aufsichtsbehörden ist ja aber eben auch die Durchsetzung, die Aufsicht. Da wäre tatsächlich nochmal meine Frage, Sie sind als Informatiker an der Spitze einer Datenschutzbehörde eine der wenigen Ausnahmen, ja. Es gibt noch andere, Marit Hansen und zum Beispiel. Aber wie schaut es denn eigentlich um die technischen Kompetenzen in den Behörden aus? Ich habe das Gefühl, dass nur die wenigsten Landesdatenschutzbehörden auch wirklich dazu in der Lage sind, im großen Umfang technische Prüfungen tatsächlich vorzunehmen. Also ich glaube, es ist erstmal nicht entscheidend, ob an der Spitze ein Jurist oder ein Informatiker oder eine Informatikerin oder Juristin steht. Sie brauchen die gesunde Mischung in der Behörde. Sie brauchen auch Leute, die nicht von der formalen Ausbildung, sondern tatsächlich von der Erfahrung her das auch können. Wir versuchen, unsere Kompetenzen selber aufzubauen, wobei wir natürlich jetzt nicht diejenigen sind, die große Testlabore erstellen. Das müssen die in den Ländern tun. Auch das muss ermöglicht werden, die entsprechenden Umgebungen zu etablieren. Auf Bundesebene versuchen wir natürlich eine Kooperation mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Eine der Gründe, warum wir auch interessiert sind, dass das Bundesamt für die Sicherheit in Informationstechnik keine Twitter-Behörde ist, die sowohl im Bereich Beratung, Prüfung, Sicherheit als auch im Bereich Strafverfolgung aktiv ist. Wir glauben, die sind gut aufgehoben, wenn sie in dem ersten Bereich arbeiten und dort vor allem im technischen Bereich. Sollten wir im Strafverfolgungsbereich Dinge tun, muss das bei Strafverfolgungsbehörden und bei Sicherheitsbehörden aufgesetzt sein und nicht im BSI. Hätte ich tatsächlich gleich nochmal eine Frage zu, aber in Anbetracht der Zeit müssen wir ja wahrscheinlich so ein bisschen, dass wir durch unsere unterschiedlichen Themenbereiche, die wir heute ja haben, so ein bisschen durchkommen. Ich habe noch eine Frage jetzt zu diesem Bereich. Die Datenschutzgrundverordnung ist seit gut anderthalb Jahren jetzt wirksam, dreieinhalb Jahre seit Verabschiedung. Trotzdem ist im Feld Datenschutzpolitik natürlich noch viel Bewegung drin. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, dass es eine Datenethikkommission gibt, die arbeitet seit einem Jahr, da sitzen Sie auch mit drin, da hat auch Ihre Vorgängerin drin gesessen, die im Oktober Leitlinien oder ihr Gutachten sozusagen zur Datenethik vorlegen wird. Ich bin schon gespannt, wie viele Seiten das haben wird und die armen Journalistinnen und Journalisten, die das dann lesen müssen. Aber tatsächlich, der Bundeskanzleramtsminister Helge Braun hat angekündigt, die Datenethikkommission soll eine Grundlage dafür schaffen, dass das Datenrecht neu sortiert wird eigentlich in Deutschland, wie auch immer das mit der Datenschutzgrundverordnung zusammengehen soll. Eine Idee, die in dem Zusammenhang immer wieder aufkommt, ist die Idee des Dateneigentums, also ein neues Recht zu schaffen, ein Eigentumsrecht an Daten. Das klingt erstmal gut, also auch aus bürgerrechtlicher Perspektive. Meine Daten gehören mir, ist ja so ein alter Slogan. Gleichzeitig Datenschützer schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn es eigentlich um dieses Thema geht, weil mit einem Eigentumsrecht auch eine Veräußerlichkeit, eine endgültige Veräußerlichkeit von dem Eigentum oder von der Sache dann einhergeht. Okay, muss nicht, sagt jemand. Die Frage, wie stehen Sie als Bundesdatenschutzbeauftragter dazu und vor allen Dingen, was können wir von der Datenethikkommission zu dieser Frage erwarten? Die Datenethikkommission hat ihre Arbeit abgeschlossen. In dieser Woche, Anfang der Woche, sind die letzten Punkte gemeinsam geklärt worden. In der Tat
Ich glaube, am 23. Oktober wird das Ergebnis vorgestellt. Es wird ein umfangreiches Ergebnis sein, aber es gibt natürlich Kernforderungen und Zusammenfassungen, die man zu Beginn schon mal lesen kann und dann reingehen. Viele von denen, die immer schreiben, Neuordnung der Datenpolitik, haben dahinter ja eigentlich eine Idee, den Datenschutz zurechtzustutzen. Dafür wird man, ohne die Ergebnisse vorwegzunehmen, keine Grundlage aus den Empfehlungen der Datenethikkommission finden. Aber natürlich macht sie Aussagen sowohl zu nationalen als zu europäischen Weiterentwicklungen, zu Konkretisierung, auch zur Aufsichtspraxis. Bereich Beschäftigtendatenschutz, den Sie eigentlich national klarer klären könnten, aufgrund der technischen Entwicklungen notwendig sind. Aber auch die Frage, ob Datentreuhänder zum Beispiel im Bereich der, der Einwilligungen etwas bringen können. Das sind so Beispiele, die rausgearbeitet werden. Auch zum Dateneigentum äußern wir uns. Ich persönlich habe ja mehrfach öffentlich gesagt, ich halte von der Debatte gar nichts. Es gibt natürlich eigentumsrechtliche Fragestellungen, die schon heute abgeleitet werden können aus dem Recht, die auch Fragestellungen, die zu tun hat. Dürfen Sie Daten zum Beispiel gewinnen aus Dingen, die anderen Menschen gehören? Wer hat Zugang zu Daten, die aus Maintenance-Gründen und Ähnliches erhoben werden? Da können Sie vieles aus dem Bestehenden ableiten. Diese Idee, Dateneigentum, dann vielleicht tatsächlich veräußerbar, das ist ja bei manchen mit drinnen, und damit die Idee der widerrufbaren Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten, geht ja auch um Dateneigentum personenbezogener Daten, nicht nur von Daten ohne Personenbezug, das widerspricht den Grundideen der Datenschutzgrundverordnung und die ist in Europa abgeleitet aus Grundrechten, kann also nicht einfach so über den Haufen geschmissen werden. Sie sind ja nicht nur zuständig für den Datenschutz bei Unternehmen, sondern eben auch bei staatlichen Stellen auf Bundesebene. Und da hat sich die Situation in den letzten Jahren ja sehr verschärft. Wir haben irgendwie sehr viele neue Polizeigesetze. Die Polizei hat mehr Befugnisse in der Überwachung. Es gibt auch eine Vorverlagerung von Strafbarkeit, dass Straftaten verhindert werden sollen, noch bevor sie passieren. Sie haben sich für ein Moratorium für Überwachungsgesetze ausgesprochen. Warum? Also damit Sie es allein schon mal bei uns an der Größenordnung sehen, stimmt der Bundestag dem Entwurf der Bundesregierung für unseren Haushalt zu, dann haben wir ein vierte Schub an Aufwuchs unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Sicherheitsbehörden. Dann haben wir in den letzten 4 Jahren 40 Personen dazugekommen, nur weil dann die Bundesregierung selber der Meinung ist, das ist die Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, dass wir wegen Grundrechtseingriffen wenigstens mehr Pflichtkontrollen machen müssen, so als Teilkompensationsverständnis. Wir haben in der Tat seit dem 11. September 2001 eine endlose Liste von Grundrechtseingriffen, Verschärfungen, Datensammlungen, Datenabgleichungen, automatischen Zugriffsrechten und Ähnliches mehr. Ich habe zuletzt mir immer den Spaß gemacht, diese Liste mitzubringen, wenn ich mit Abgeordneten oder Ministerien verhandle, um sie auch nochmal auf den Tisch zu legen und sagen, glauben Sie eigentlich zu wissen, was hier alles drinnen steht? Fast nichts ist evaluiert worden. Ist überhaupt die Wirkung erzielt worden, die man wollte? Sind mehr Seiteneffekte aufgetreten? Könnte man es anders machen? In unserem Tätigkeitsbericht haben wir ein Beispiel genannt, die Jüngeren vielleicht im Raum erinnern sich nicht mehr, aber die anderen, dass es welche Debatte es über die Einrichtung der Antiterror-Datei und der Rechtsextremismus-Datei gegeben hat. Und wir stellen fest, sie werden eigentlich gar nicht mehr verwendet. Von daher auch mal zurückzuschrauben, was zurückzunehmen, innezuhalten, zu schauen, gibt es vielleicht eher Vollzugsdefizite als Datenerhebungsdefizite, das wäre jetzt angesagt. Das Ganze muss mal vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wie waren denn die Reaktionen auf den Vorschlag? Haben Sie da Rückmeldungen aus vielleicht auch von Parteikollegen bekommen? Ich bin ja seit Januar kein Parteipolitiker mehr, von daher behandle ich sie alle gleich. An der Stelle in allen Gruppen trifft man auf mehr oder weniger Ablehnung und Zustimmung zu dieser These. Können Sie es noch ein bisschen elaborieren, von mir aus auch unabhängig von der Partei, aber sind Sie auf Politiker gestoßen, auch mit Regierungsverantwortung vielleicht, die sagen können, okay, das fällt zumindest auf einen fruchtbaren Boden bei mir? Ja. Ich habe den Witz deswegen gemacht, nicht nur um zu sagen, also welche Fraktion, sondern Sie erleben natürlich tatsächlich, dass manchmal sogar welche, die völlig unverdächtig sind, mehr Grundrechtseingriffe zu wollen, zur Lösung eines Problems einen Vorschlag machen, der im Nachhinein tatsächlich eigentlich mehr Überwachung ist. Also als der Doxing-Skandal war,
war ich dann in einer der Ausschusssitzungen und da wurde der Kollege vom BSI eine Frage gefragt aus dem politischen Spektrum, dem jetzt eher weniger an Überwachung gelegen ist. Warum sind denn Ihre Filter nicht in der Lage, solche Tweets rechtzeitig zu identifizieren? Und da hat der arme Kollege Schönbohm, der ja nun früher mal ein richtiger Hardliner in der CDU war, gesagt, mein Gott, welche Filter soll ich denn haben, die einen Tweet wie und jetzt zur FDP schon als verdächtig rausfiltern? Wollen Sie wirklich in einem solchen Land leben? Dann habe ich schon das Erstaunen auch auf dem Gesicht des Fragenden gesehen, dass er gar nicht gemerkt hat. Eigentlich habe ich eine Verschärfung gefordert, um an dieser einen Stelle aktiv zu werden. Und das ist die große Gefahr. Und im Innenministerium sitzen halt Leute, mögliche Lücke, Grundrechtseingriff, mehr Daten, mehr Erfassung, mehr IT, und das ist einfach irreführend. Genau, Marie hat es ja eben schon, Lea hat es ja eben einführend schon gesagt, Sie sind ja auch für die Aufsicht dann wirklich zuständig bei staatlichen Stellen. Wie oft sind Sie denn so dann beim BKA beispielsweise? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie finden da Prüfungen statt? Sie haben gerade gesagt, es gibt einen personellen Aufwuchs, aber wie oft wird dann auch vor Ort geprüft? Das können Sie übrigens unseren Tätigkeitsbericht wirklich entnehmen. Dort stehen alle Kontrollbesuche auch erwähnt. Und am Tag, nachdem wir ihn veröffentlichen, gibt es auch mindestens immer eine Person, die jeden einzelnen Kontrollbericht dann anfordert. Auch wenn es mehr, wenn es dann weit über 100 sind. Das tun wir, aber wir haben natürlich zusätzlich auch noch Informationsbesuche und Beratungsbesuche. Also Information ist vor allem, wenn wir mal was erfahren wollen, wie läuft das? Und Beratung, wenn wir schon ein bisschen was mitgeben. Und das wird gerade bei den Sicherheitsbehörden mehr und hat bei uns übrigens auch den Effekt gebracht. Am Anfang waren unsere, die ganzen Sicherheitsbehörden eigentlich in zwei Referaten mal abgebildet. Seit dem 1. August ist es eine eigene Gruppe, so heißen bei uns die Abteilungen. Also im Ministerium wäre es eine Abteilung mit vier Referaten, weil wir tatsächlich stärker aufteilen müssen. Ganz aktuell haben wir ein Problem in der Zuständigkeit, für was sind wir eigentlich zuständig, für was die G10-Kommission. Und zwar dahingehend, dass natürlich manchmal die Sicherheitsbehörden dann sagen, ja, da stehen gar keine Daten dran, die euch angehen, das sind die der anderen. Aber eigentlich müssen wir ja reinschauen, um das zu entscheiden. Und das ist gerade ein Versuch, wo wir vor allem noch eine Verbesserung erreichen wollen. Das andere ist, anders als bei Unternehmen, Krankenkassen, Jobcentern, habe ich gegenüber den Behörden keine Anordnungsbefugnisse. Das heißt, wenn ich etwas bemerke, kann ich laut schreien und sagen, schlimm, schlimm, schlimm. Ich verurteile das aufs Schärfste, aber dann müsste jemand anderes reagieren. Ich kann auch nicht vor Gericht gehen. Natürlich würde ich mir wünschen, das zu machen, was in vielen Ländern der Fall ist. Ich kann die Anordnung treffen. Wenn die Behörde sie nicht ausführen will, muss sie das vor Gericht anfechten. Also zum Beispiel Löschungen anzuweisen, Stilllegung von Systemen und Ähnlichem mehr. Das wäre eigentlich die richtige Befugnis für einen Bundesdatenschutzbeauftragten. Okay, ist also da eine Lücke quasi. Die, sehen Sie, dass die gefüllt wird? Also gibt es eine Initiative? Naja, also das europäische Recht sieht ein solches, sieht eine solche Möglichkeit vor. Wir hören ja immer, wir wollen alles 1:1 umsetzen. Das wird ja normalerweise dafür verwendet, um weniger umzusetzen. Sollten wir doch diese Lücken mal füllen und die europäischen Möglichkeiten auch 1:1 in Deutschland einführen. Die gab es tatsächlich eigentlich, diese Möglichkeit der direkten Durchsetzung? Na, es gibt neben der Datenschutzgrundverordnung auch noch eine Richtlinie im Justiz- und Innenbereich und die sieht diese Möglichkeiten vor. Aber tatsächlich nochmal zu den Prüfungen. Sie sind ja Informatiker. Haben Sie den Quellcode von einem Staatstrojaner mal gesehen? Nein, und Vorsicht, ein Informatiker, der vor über 20 Jahren aus der praktischen Arbeit rausgegangen ist, zuständige Fachabteilung, sollte vielleicht auch nicht die IT-Sicherheitskonzepte selbst programmieren, sonst hätten Sie echte Lücken. Ich habe, glaube ich, ein technologisches Grundverständnis, das ich auch pflege, sodass ich die Grundprinzipien verstehe. Und mein kleiner Vorteil ist, ich habe als KI-Forscher begonnen, also gerade diese ganze Auseinandersetzung über KI-Systeme und maschinelles Lernen, das habe ich natürlich mal mit der Pike gelernt, ohne dass ich jetzt so ein System mal nachvollziehen könnte. Der Staatstrojaner geht natürlich auch sehr stark mit den Daten, die er erhebt, in die Zuständigkeiten der G10-Kommission ein.
Die müsste aber in der Tat natürlich auch reinschauen. Aber an bestimmten Stellen, wenn die Daten auch wiederum in unserem Bereich fallen, schauen wir uns zumindest die Daten an. Hätten die so erhoben werden dürfen? Wie werden sie verarbeitet? Werden sie gelöscht zu dem Zeitpunkt? Wer hat Zugriffsrechte? Das ist dann alles unser Job. Wobei ja die Frage, macht die Technik dann nur das, macht dieses Spionageprogramm nur das, was es soll, ja eine der grundrechtlich relevanten Fragen ist und eine der schwierigen Fragen, wenn es eben um Staatstrojaner geht. Wer kontrolliert eigentlich, dass die Software dann nur das macht, was sie soll und nicht andere Dinge macht? Kontrolliert Ihre Behörde das? Wir schauen natürlich in die Ergebnisse rein, vor allem an dem Punkt. Wie gesagt, wir haben nicht die Testlabore, um jetzt tatsächlich auch noch nachzuschauen, ist neben den Daten, die wir gefunden haben, da potenziell noch was anderes möglich. Aber wenn wir einen solchen Verdacht hätten, müssten wir jemanden beauftragen, auch in einem Netzwerk mit Wissenschaft, der so etwas für uns prüft. Das können Sie ja teilweise auch über Output-Ergebnisse realisieren. Aber natürlich sind wir mehr als jeder andere auch auf Whistleblower angewiesen. Ich mag Whistleblower. Ich finde, wir sollten sie in Deutschland deutlich besser schützen und sie fördern. Sehr gut. Ihr merkt es schon oder Sie merken es schon, wir müssen so ein bisschen um alle Themen, die Sie abdecken, hier durchsprechen zu können, müssen wir so ein bisschen durchreiten. Eine Frage aber noch tatsächlich jetzt zu diesem Bereich. Die Vorratsdatenspeicherung für Kommunikationsdaten gilt formell in Deutschland, ist ausgesetzt aufgrund des EuGH-Urteils des letzten. Auch da gibt es weitere Verfahren. Gleichzeitig gibt es jetzt eine Initiative, auch schon länger aus dem Rat, aus den Mitgliedstaaten, finnische Ratspräsidentschaft, die Vorratsdatenspeicherung, die es bereits auch schon für Fluggastdaten gibt, für Reisedaten auch noch auszuweiten. Also statt Überwachungsmoratorium noch eine weitere Vorratsdatenspeicherung, die für Bahnreisen dann an der Stelle, nämlich Busreisen, Schiffsreisen. Sie haben sich dagegen ausgesprochen, natürlich erwartbar, aber kommt das oder wo steht das Verfahren an der Stelle? Also auch nicht nur wir haben uns dagegen ausgesprochen, sondern der Kreis der europäischen Datenschutzbeauftragten. Es ist noch nicht abzuschätzen, wo auch das Europäische Parlament mehrheitlich bei solchen Fragestellungen steht. Das werden wir erst bei den ersten Abstimmungen zu bestimmten Fragestellungen in nächster Zeit erfahren. In der Tat erleben wir, dass bei dem Thema Vorratsdatenspeicherung alle Wege eingelenkt werden. Der direkte zu neuen Verordnungen, der Weg zu versuchen, auf das Europäische Gerichtshof Einfluss zu nehmen, jetzt zum Beispiel von Seiten der Briten, Franzosen und Belgier, die ihre eigenen Fälle dort haben, wo geprüft wird, ist auch deren Umsetzung falsch. In Deutschland erleben wir, dass natürlich Vorratsdatenspeicherung manchmal durch die Hintertür eingeführt wird, also im Rahmen von IT-Sicherheitsgesetz längeres Aufbewahren der Daten, in Behördendatennetzen, im Digitalfunk, also in Teilbereichen Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Das ist was wir natürlich sehr genau beobachten und an jeder Stelle auch entsprechend kritisch in unserer Beratungstätigkeit. Sie haben vorhin die Beratung so ein bisschen zur Seite gestellt. Beratung der Öffentlichkeit, Beratung der Unternehmen und Beratung der Politik und Regierung zu einem frühen Zeitpunkt ist ein mindestens gleichbedeutender Faktor zum Thema Durchsetzung und Überwachung, weil wir sind froh über jede von vornherein datenkonforme Auslegung. Das spart viel Datenschutzleid am Ende. Dann gehen wir doch mal vom Datenschutz zur Informationsfreiheit. Vielleicht mal ein kurze Einführung. Es gibt in Deutschland ein Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene und in mehreren Bundesländern auch auf Landesebene. Das erlaubt es, BürgerInnen Anfragen zu stellen an staatliche Behörden zu Informationen wie zum Beispiel, welche Verträge schließt eine Regierung ab, welche Umweltfeinstaubdaten hat sie, welche Gutachten und Studien werden in Auftrag gegeben. Es gibt allerdings auch wahnsinnig viele Ausnahmen von dieser Informationsfreiheit, teilweise sehr hohe Gebühren und es ist auch irgendwie ein umkämpftes Thema. Das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene soll jetzt reformiert werden. Was ist dazu zu hoffen oder zu erwarten von dieser Reform? Ich treffe leider nie auf einen Ressortchef, der Fan des Informationsfreiheitsgesetzes ist. Ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn Sie natürlich Chef oder Chefin einer Behörde sind, dann ist das Informationsfreiheitsgesetz oft eine echte Einschränkung ihrer Ressourcen. Also ich habe das Beispiel genannt, Sie geben den Tätigkeitsbericht raus und eine Person stellt am nächsten Tag eine dreistellige Anzahl von Auskünften. Der wird damit nie was anfangen können. In der nächsten Woche
schreibe ich auf Twitter, ich werde in 2 Wochen hier auftreten, dann kommt schon der Informationsfreiheitsantrag, sämtliche Vorbereitungsunterlagen, die Redeunterlagen und alles andere auch. Das ist natürlich erstmal Arbeit. Und wenn Sie dann nicht, wie ich, als Fan ohnehin, ich habe ja in der Vergangenheit da schon was gemacht, und dann als zuständiger Ombudsmann unterwegs sind, dann sehen Sie das erstmal kritisch. Ich glaube, wir haben keine Verbündeten für eine Ausweitung. Nirgendwo in der, an den entscheidenden Stellen der jetzigen Koalition, das sehen Sie auch in den Ländern, selbst wenn es dort andere Farben sind, ist es nicht alles Gold, was glänzt. Es gäbe ein paar Bereiche, in denen man versuchen müsste, die Dinge klarzustellen, zu optimieren. Ich glaube insbesondere auch bei der Frage der Gebühren. Da haben wir Gott sei Dank auch nochmal gute Gerichtsentscheidungen in letzter Zeit, bei denen wir jetzt auch darauf achten, dass sie dann in der Praxis überall umgesetzt werden. Ob es wirklich zu einer großen Überarbeitung kommt, weiß ich nicht. Auf Dauer werden wir natürlich auch schauen müssen, haben wir wirklich Informationsfreiheitsgesetz, UIG und VIG parallel nebeneinander oder können wir wenigstens die Durchsetzung und die Ombudsgeschichte stärker synchronisieren, dann hätten wir schon viel erreicht. Aber wir haben bei uns in der Behörde auch noch einiges mit dem Bereich Informationsfreiheit vor. Wir haben uns jetzt lange auf den Datenschutz alleine konzentrieren müssen, wegen den unglaublichen Veränderungen. Aber es ist nicht aus dem Blick geraten, dass wir auch in dem Bereich stärker werden wollen. Und es gibt auch Bereiche, wo Informationsfreiheit und Datenschutz eben nicht gegeneinander laufen, wie ja manchmal behauptet wird, sondern wo wir den Datenschutz auch nutzen können, um eine progressive Ausgestaltung der Informationsfreiheitsgesetzes zu befördern. Was heißt das konkret? Sie haben einiges vor in Ihrem Haus. Also was können wir da erwarten? Naja, also wir wollen den Bereich weiter stärken. Wir wollen aktiver gehen. Wir versuchen natürlich auch Beispiele zu haben. Ich habe in meinem Leben immer da, wo ich war, versucht, Transparenzinitiativen zu starten. Damals als Abgeordneter mit dem gläsernen Abgeordneten. Dann im Justizministerium, als wir als erster sämtliche Kommentierungen von Gesetzentwürfen durch Stakeholder veröffentlicht haben. Und jetzt haben wir auch begonnen, Stück für Stück die ersten Sachen zu veröffentlichen. Wir müssen teilweise unsere Prozesse ein bisschen umstellen. Also nehmen Sie das Beispiel der Kontrollberichte. Die werden wir in der Zukunft erstmal so schreiben müssen, dass wir leichter die Veröffentlichung machen können. Es sind ja viele personenbezogene oder auch sicherheitsrelevante Dinge drinnen, dass wir so schreiben, dass die nicht zu schwärzenden Teile in den Beginn kommen, sodass wir den wichtigen Übersichtsteil erstmal als vollständigen Teil hineinnehmen können. Und wir können sie auch nicht an dem Tag, wo wir sie fertigstellen, veröffentlichen, sondern wir müssen erstmal eine Stellungnahme ermöglichen. Wenn wir dann unseren Bescheid sozusagen herausgeben, das wäre der Zeitpunkt, wo ich in Zukunft proaktiv veröffentlichen möchte. Stichwort proaktive Veröffentlichung. Es gibt ja auch eine Alternative zum Informationsfreiheitsgesetz, das Transparenzgesetz. Das heißt, dass BürgerInnen keine Anfragen mehr stellen, sondern dass eben alles aktiv veröffentlicht wird. In Berlin gibt es jetzt dazu eine Initiative, dass ein Transparenzgesetz auf Berliner Landesebene eingeführt werden soll. Diese Initiative kommt aber nicht von der Regierung, sondern von BürgerInnen. Warum muss das von unten passieren? Naja, weil genau das passiert, dass auch bei den Landesregierungen die Fans in den Ressortchefs rar gesät sind. Ich glaube, dass diese Grundidee von Transparenz, die Sachen aktiv zu machen, richtig ist. Wir versuchen, die Ministerien derzeit wenigstens dazu zu bringen, dass sie den ersten Teilschritt machen, nämlich zu sagen, wenn ich einmal was veröffentlicht habe, dann stelle ich es auch allen zur Verfügung und mache nicht davon abhängig, dass sie durch Zufall auf der gleichen Portalseite waren, von der es beantragt wurde oder von gelesen haben, also für einen, für alle, dass wenigstens das gemacht wird. Aber wir hoffen, dass tatsächlich immer mehr erkennen, welchen Vorteil sie auch von einer proaktiven Veröffentlichung ihrer Informationen haben. Man wird ein Stückpunkt auch selber schauen müssen. Also wenn ich eine frühe Beratung einer Behörde mache, wenn die zu mir kommen und sagen, wir haben eine Grundüberlegung zu einem neuen Informationssystem, was sind denn die wichtigsten Punkte? Dann werde ich sicherlich nicht unsere eigene Vorbereitung, bei der wir mal so ein paar Grundsatzüberlegungen machen, sofort öffentlich machen, weil dann werde ich beim nächsten Mal nicht zu einem so frühen Zeitpunkt. Wenn derjenige sagt, ich habe noch überhaupt nichts klar, aber wir wollen von euch schon mal ein paar Eckpunkte hören, zu machen. Aber spätestens dann, wenn ich einen entsprechenden Kabinettsentwurf kommentiere, was wäre denn wirklich so schlimm daran, den nicht nur an die Abgeordneten zu schicken, sondern ihn öffentlich zu machen? Nichts aus meiner Sicht. Das heißt,
Sie sind kein Berliner, Sie leben in Bonn, deshalb können Sie auch nicht unterzeichnen hier, aber wenn Sie Berliner wären, würden Sie unterschreiben auf der Unterschriftenliste für das? Ich würde natürlich vorher nochmal exakt durchlesen, das habe ich bisher noch nicht im vollständigen Umfang getan, aber ich gehöre dem Fanclub der Transparenzinitiativen an. Okay. Unten im Foyer gibt es den Stand. Ich bin schon angesprochen worden beim Reinkommen, ob ich in Berlin wahlberechtigt bin. Die Antwort Gott sei Dank nicht. Ist etwas missverstanden worden. Nein, ich bin mit Herz und Seele Rheinländer. Ein anderes Konfliktfeld im Bereich der Informationsfreiheit ist das sogenannte Zensurheberrecht. Wir erleben immer wieder, dass bestimmte Informationen mit der Begründung von Urheberrecht nicht herausgegeben werden. Zuletzt zum Beispiel das Glyphosat-Gutachten vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Das Urheberrecht wurde ja auch jetzt auf EU-Ebene reformiert. Bedroht es die Informationsfreiheit? Ob das Auswirkungen auf diese Argumentation hat, kann ich nicht abschätzen. Müsste ich tatsächlich auch nochmal mit meinen Fachmenschen sprechen. Die Fälle, bei denen ich gesehen habe, dass wir die Argumentation überprüft haben, weil es bei uns einfach eine Beschwerde gab, haben wir nicht nachvollziehen können, die Argumentation, dass da das entsprechende Urheberrecht angewendet werden sollte. Ich bin ohnehin der Meinung, dass durch öffentliche Gelder finanzierte Forschungsergebnisse auch der Öffentlichkeit gehören. Okay, das bezieht sich aber auch auf den konkreten Fall jetzt. Also Frag den Staat hat ja momentan tatsächlich Probleme mit dem Bundesamt für Risikofolgenabschätzung, eben aufgrund eines Gutachtens zum Thema Glyphosat. Da sind Sie auch der Meinung, dass meine kursorische Prüfung, die ich vornehmen konnte, Frag den Staat hat sich nicht bei uns beschwert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber eine kursorische Prüfung für die politische Fragestellung haben wir uns dem nicht anschließen können, der Argumentation des Bundesamtes. Nächster Block? Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, dann haben wir vielleicht auch noch Zeit für 2, 3 Fragen, würde ich schon sagen. Kommen wir zum Abschluss nochmal auf dieses Spannungsverhältnis. Also Sie haben eben gesagt, das widerspricht sich ja nicht, aber ein gewisses Spannungsverhältnis gibt es ja doch zwischen den beiden Themenfeldern, die Sie verantworten. Oder? Genau, also ein Thema, was mit dem wir uns beschäftigt haben, ist zum Beispiel das Transparenzregister, das ja jetzt für alle geöffnet werden soll, wo Namen, Firmenadressen und Geburtsdaten von wirtschaftlich Berechtigten, von gemeldeten Unternehmen in Deutschland drinstehen. Es gibt diesen schönen Verband der Familienunternehmer, wo irgendwie diese kleinen Familienunternehmen wie BMW drin sitzen, die sich beschwert haben, dass es gegen Datenschutz verstößt, dass sie dann nicht mit ihrem eigenen Namen drinstehen wollen. Wo überwiegt da der Datenschutz und wo überwiegt irgendwie das öffentliche Interesse? Sorry, auch eine Lieblingsantwort von Datenschützer kommt drauf an. Aber das ist eine Antwort von Juristen. Ja. In dem Augenblick, wenn man natürlich gleichzeitig sozusagen identisch auch eine juristische Person ist, gibt es natürlich schon Möglichkeiten für diese Transparenzregister an der Stelle zu machen. Ich glaube nicht, dass es am Ende am Datenschutz scheitert. Eventuell müssen gewisse Ausprägungen natürlich vorgenommen werden. Das heißt, es muss Möglichkeiten geben, für Personen, wenn es dann tatsächlich auf eine Person bezogen ist, bestimmte Daten, die unmittelbare Rückschlüsse auf die Person ermöglichen, eventuell zum Beispiel dann zu streichen. Aber deswegen sehe ich ja nicht die Notwendigkeit zu sagen, wer steht eigentlich hinter einem Firma. Ja, das ist jetzt nicht ein personenbezogenes Datum in der Form, dass darüber nicht das öffentliche Interesse überwiegt. Sie haben ja unterschiedliche Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung, die Veröffentlichung von Daten. Und das müssen Sie miteinander abwägen. Hätten Sie mir das vorher geschickt, hätte ich auch tatsächlich nochmal gefragt. Aber Sie sehen auch mal die Bandbreite. Ich habe den letzten Stand da unserer Beratung, Leistungen nicht im Kopf. Aber wenn es was Öffentliches wird, werden wir natürlich auch wieder öffentlich Stellung nehmen. Ein anderes Thema oder politisches Thema, bei dem eigentlich diese beiden unterschiedlichen Werte, für die Felder stehen, so ein bisschen widerstreiten, ist die Diskussion um das Daten-für-alle-Gesetz oder die Idee eines Daten-für-alle-Gesetzes. Aus der Wissenschaft, aber auch von einigen Parteipolitikern, vor allen Dingen aus dem Bereich der SPD, eine Idee entwickelt worden und in die Debatte gebracht worden, dass datenmächtige Unternehmen, die eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Größe erreicht haben, dazu verpflichtet sein sollen, Daten öffentlich zu teilen, eben auch personenbezogene Daten.
Beziehungsweise habe ich bisher noch keine konkrete Ausformulierung dessen gesehen, wie es dann konkret aussehen sollte bei diesem Daten-für-alle-Gesetz. Der Hintergrund ist erstmal ein wettbewerbspolitischer, dass man eben festgestellt hat, okay, wer viele Daten hat, hat auch eine gewisse Marktmacht und gibt sich verstärkende Effekte. Gleichzeitig, wenn es um personenbezogene Daten geht, die geteilt werden, kommt immer das Schlagwort Anonymisierung. Die werden dann ja anonymisiert. Tatsächlich sagt die Forschung bis heute ja aber eben, Anonymisierung in der Form, die auch zukunftsfähig ist, gibt es kaum. Das ist so gut wie unmöglich eigentlich herzustellen. Wie viel Hoffnung haben Sie beim Thema Anonymisierung und vor allen Dingen die? Also wir haben in der Tat diese Fragestellung sowohl bei dem Daten-für-alle-Prinzip als auch beim Interoperabilitätsprinzip, das eingefordert wird. Da muss Datenschutz natürlich berücksichtigt werden. In der Abwägung erstmal die erste Fragestellung, würde eine Aufweichung der Monopolstellung etwas Positives oder Negatives für den Datenschutz bedeuten? Eindeutig etwas Positives, wenn es die Auswahl gibt, wenn ich nicht mehr gebunden bin an Konzerne, die maximal die Gesetze befolgen, aber darüber hinaus nicht und aus meiner Sicht an vielen Stellen noch nicht mal das. Das wäre eine positive Entwicklung. Sie müssen sich dann natürlich anschauen, wie wird es exakt ausgeführt. Also bei Interoperabilität könnten Sie sich über Schalen unterhalten. Je nachdem, was Sie machen wollen, wird nur der Teil der Daten geteilt, die dafür wirklich notwendig sind. Also wenn Sie die einfache Textnachricht zwischen Messenger schicken wollen, bräuchten Sie außer einer Empfangsadresse von Meier at WhatsApp eigentlich nicht mehr zu teilen. Bei dem Daten für alle wird man sich anschauen müssen, wo sind es wirklich individuelle Daten, wo sind es aggregierte Daten. Die Anonymisierung ist in der Tat schwierig. Ich glaube, individuelle Daten zu anonymisieren auf Dauer ist nicht möglich. Da ist auch nicht einzuschätzen, ob der Aufwand eines Tages so hoch ist, dass er in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht. Auch das kommt ja mit rein. Bei Dingen, die kurzfristiger verwendet werden, können Sie durchaus eventuell auch sagen, hier sind Anonymisierungen vorgenommen worden. Es kann ja auch Daten geben, die eventuell nur 12, 24 Stunden benötigt werden für bestimmte Funktionen. Und natürlich ist schon spannend, was in der Forschung bei der Frage von aggregierten Daten passiert und dann über aggregierte Daten hinaus über Verrauschungen, Vertauschungen oder Ähnliches nochmal Reindividualisierungen zu verhindern. In der Datenethikkommission haben wir auch lange gesprochen, schauen Sie sich das Ergebnis an, ob wir über ein strafrecht bewährtes Verbot der De-Anonymisierung ebenfalls einen weiteren Schutzgaranten einbauen können. Und? Schauen Sie sich das Ergebnis mal. Es ist jetzt, also am 23. Oktober stellen das die beiden Vorsitzenden, Frau Professor Wopen und Frau Professor Wendehorst, genau, den Auftraggeber vor. Und es wäre jetzt gemein, wenn jedes Mitglied immer mehr Einzelteile auf anderen Veranstaltungen schon ausplaudert. Aber dann nochmal eine ganz konkrete Frage zum Thema Anonymisierung. Sie sind im öffentlichen Bereich ja zuständig für die Aufsicht unter anderem über die Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Und Ihre Vorgängerin hat geprüft die Anonymisierungsverfahren bei Telekom und O2, mit denen diese eine Big-Data-Analyse von Telefon-Metadaten ihrer Kundinnen und Kunden durchführen wollen. Die haben wir nicht, wir wollten die gerne haben, haben die nicht bekommen. Informationsfreiheitsanfragen wurden abgelehnt, weil Geschäftsgeheimnisse und so weiter. Da wäre aber tatsächlich mal die Frage, haben Sie diese Anonymisierungsverfahren bei den Telcos, mit denen die ihre Datenanalysen machen, um dann eben auch vermarktbares Wissen zu haben und sozusagen auch aus den Daten Geld schöpfen zu können, schon geprüft? Haben Sie sich die angeschaut? Wie sicher sind diese Anonymisierungsverfahren? Die wechseln in unglaublicher Geschwindigkeit. Da geht es sowohl um die Kommunikationsdaten, insbesondere auch die Mobilfunkzellen-Geschichten. Wir sind im Augenblick an einer noch etwas davor gelagerten Stelle, nämlich die Frage, ist die Anonymisierung von Daten eigentlich selber schon ein Verarbeitungsschritt nach der Datenschutzgrundverordnung? Da sind wir übrigens der Meinung, ja, das hat sich verschärft gegenüber dem Bundesdatenschutzgesetz. Also benötigt das auch eine Rechtsgrundlage. Die Debatte findet derzeit statt. Und wenn diese Rechtsgrundlage geschaffen wird, kann man natürlich auch die Vorgaben machen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn überhaupt hier die Anonymisierung in einer Form verbunden sein muss, auch mit den weiteren Verarbeitungen, das heißt
Wie schnell können diese Daten wieder gelöscht werden? Werden sie in einer Form verarbeitet, dass Erkenntnisse gewonnen werden, die dann aber nicht mehr auf Personen bezogen sind, sondern die zum Beispiel zu Musteraggregationen oder Ähnliches führen, wo überhaupt nicht mehr personenbezogene Daten enthalten sind, sondern nur für neue hineinkommende Daten eine Auswertung ist. Viele dieser Punkte muss man sich anschauen. Ich finde spannend, was da auch im Bereich der Wissenschaft im Augenblick passiert. Das ist ein Bereich, den wir übrigens bei uns auch mal stärken, zu gucken, was passiert dort eigentlich, auch in der Erklärbarkeit solcher KI-Systeme. Und dann werden wir das im Einzelfall entscheiden. Aber im Augenblick sind wir an dieser vorgeschalteten Geschichte. Was ist eigentlich die Rechtsgrundlage, Daten zu nehmen und überhaupt sie zu anonymisieren? Weil in dem Augenblick verarbeite ich ja noch personenbezogene Dateien. Und diese Rechtsgrundlage wiederum schafft dann einen schönen Rahmen, in dem wir sagen können, das ist möglich, das ist nicht möglich. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, bevor wir noch eine letzte Frage stellen, könnten wir die einmal kurz fürs Publikum öffnen, wenn es irgendwie Fragen gibt, die oben aufliegen, die wir einige. Okay, wir können mal, da müssen wir Ihnen das Mikro, glaube ich, für wegnehmen. Vielleicht dann sammeln wir aber mal eben drei Fragen. Gleich. Ja, okay, also hier. Ja. Hallo, ich habe eine Frage direkt zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Frage, ob Anonymisierung eine Rechtsgrundlage braucht. Die österreichische Aufsichtsbehörde ist ja schon der Meinung, die ich auch tatsächlich nachvollziehen kann, dass Anonymisierung eine Art des Löschens ist. Das heißt, für den ganzen Teilbereich, wo ich eine Löschpflicht habe, letztendlich auch ein Löschrecht, würde doch wahrscheinlich meine Rechtsgrundlage für die Anonymisierung einfach aus dieser Rechtsgrundlage des Löschens kommen, oder? Wenn Sie sich die Frage merken, ja, damit wir sie, sonst schaffen wir es von der Zeit her, glaube ich nicht. Machen wir gleich so, einfach hier in der zweiten Reihe weiter, ja. Hallo, ich komme von der studentischen Initiative Digitale Freiheit. Wir setzen uns für Datenschutz ein und im Moment beschäftigen wir uns insbesondere mit Gesichtserkennungstechnologie. Und da gab es jetzt Nachrichten, dass 50 Millionen investiert werden sollen in eine flächendeckende moderne Videoanalyse-Technologie an deutschen Bahnhöfen, an allen großen Bahnhöfen bis 2024. Genau. Und meine Frage ist, sehen Sie für den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie von Seiten der Polizei eine Rechtsgrundlage? Und wie kann man generell unabhängig vom Bestehen einer Rechtsgrundlage dagegen vorgehen, von zivilgesellschaftlicher Seite sowie politischer Seite, Datenschutzbehörden? Eine können wir noch. Im Rahmen des Gespräches wurden gerade gesagt, erstens, es gibt keine Anordnungsbefugnis des Datenschutzbeauftragten gegenüber den Behörden. Und es wurde gesagt, genau, von denen spreche ich, die meine ich auch. Und die Sicherheitsbehörden schwärzen, wenn sie prüfen wollen, teilweise mit der Argumentation, das sind ja von der G10 zu prüfende Daten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich wissen, arbeiten Sie mit der G10-Kommission zusammen? Okay. Ja, fangen wir mal hinten an. Ja, wir arbeiten zusammen. Ich war auch vor kurzem dort zu Besuch. Wie schon in unserem Tätigkeitsbericht geschrieben, schlagen wir vor, die nächsten Gesetzesänderungen dafür zu nutzen, nicht nur die Kooperation vorzuschreiben, sondern das Recht auf Kooperation auch festzuschreiben. Das würde beinhalten, dass wir uns erstens austauschen dürfen, auch über sicherheitsrelevante Informationen, dass wir zweitens auch die Daten, für die die anderen zuständig sind, verarbeiten dürfen zur Wahrung unserer eigenen Zuständigkeiten und dass die Behörden gemeinsamen Inspektionen, wo beide auf alle Daten schauen, nicht entgegentreten dürfen. Allerdings, wir treffen, um das ein bisschen einzuhalten, wir treffen nur in seltenen Fällen darauf, dass sie sagen, das steht euch nicht zu. Also in den meisten Fällen lassen sie uns vollständig in die Daten schauen. Nur wir wollen auch die seltenen Fälle sehen wir, unser Mandat nicht vollumfänglich gewährleistet an und gehen deswegen dagegen vor. Biometrie, aus unserer Sicht gibt es keine Rechtsgrundlage für einen flächendeckenden Einsatz biometrischer Systeme, biometrischer Video, vor allem Gesichtserkennung. Die müsste geschaffen werden und wie wir auch im Tätigkeitsbericht schon geschrieben haben, wir zweifeln an, ob die tatsächlich verfassungskonform herzustellen wäre. Aber das bleibt abzuwarten, mit was die kommen. Ne? Dann würden wir unsere Geschichte machen. Wir waren nach wie vor alles andere auch als technisch überzeugt, was die Fehlerquoten angeht. Die allgemeine Fehlerquote
die ja mit, wenn ich mich richtig erinnere, mit 0,25 angegeben wurde. Das bedeutet aber eben tatsächlich, dass pro 1000 Menschen 2 bis 3 falsch identifiziert werden und Opfer von Überprüfung oder sogar stärkeren Zugriffen werden, je nachdem, als wer sie identifiziert werden. Und stellen Sie das mal einem großen Bahnhof vor, wo nicht 1000, sondern 40, 50, 100.000 am Tag durchgehen, über welche Zahl wir uns unterhalten. Und es gab ja durchaus Hinweise, dass diese Fehlerquote auch nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleich groß ist, sondern dass insbesondere Menschen mit dunklerer Hautfarbe, jüngerer, eine viel, viel höhere Fehlerquote haben. Da könnte man übrigens weitere gesetzliche Probleme drin sehen, nämlich Verstoß gegen Gleichbehandlungsvorschriften, und zwar nicht nur AGG, sondern Gleichbehandlungsvorschriften in der Verfassung dann auch. Sollte Politik das tatsächlich durchsetzen, sehe ich auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich am Ende auch zu einer gerichtlichen Prüfung kommen wird. Letzter Punkt, Anonymisierung. Ja, sind Daten wirklich anonymisiert? Ist das einer Löschung aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung gleichzusetzen, weil die Datenschutzgrundverordnung nicht für nicht personenbezogene Daten gilt? Die Abschätzung, ist etwas anonymisiert, ist die eine Frage. Und die andere ist, es ist eine Verarbeitung, Daten zu anonymisieren, also vom personenbezogenen zum anonymen Status zu bringen, weil wir zum Beispiel auch prüfen müssen, was passiert dort tatsächlich alles. Und das ist der Bereich, den wir jetzt als allererstes klären wollen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass die Unternehmen natürlich ein Recht auf eine rechtssichere Form der Anonymisierung, wenn, haben. Und viele dieser Daten sind durchaus nicht nur für Geschäftsmodelle, sondern auch gesellschaftspolitisch interessant. Wenn wir es also schaffen würden, sie tatsächlich datenschutzkonform zu nutzen, dann verstehen wir uns dort auch als Enabler. Also wenn Mobilfunkdaten in einer Form genutzt werden könnten, um tatsächlich Verkehrsbeziehungen zu verbessern, warum sollten wir darauf verzichten? Wenn wir Gesundheitsdaten für eine bessere Versorgung nutzen können, wäre es fast unethisch, das nicht zu tun. Aber wir wollen eben die Grundsätze des Datenschutzes, der informationellen Selbstbestimmung von Anfang an gewährleistet haben. Wir bekommen ja das Zeichen, dass wir uns dem Ende nähern müssen. Das ist sehr schade, weil diese Konferenzen bei netzpolitik.org den tollen Vorteil haben, dass man so ein kluges Publikum hat, das so kluge Fragen stellt. Deshalb ist es eigentlich ein bisschen schade, aber vielleicht nehmen wir noch eine einzige Frage aus dem Publikum und dann machen wir dicht. Ja, Herr Kelber, Sie sagten, die DSGVO wirkt. Für mich ist aber die Frage, wie wirkt sie? Und vor allem zu welchen Gunsten und zu wessen Nachteil in bestimmten Bereichen? Ich rede jetzt vom Bürger bzw. von bestimmten Gruppen aus dem Sozialgesetzgebungsbereich, wo ich feststelle, leider, dass die DSGVO von den Behörden, Sozialleistungsträgern voll genutzt wird, aber deren Rechte eingeschränkt werden. Anspruch ist, also Auskunftsanspruch ist mitunter schwierig durchzusetzen, aber auch bezogen auf das Widerspruchsrecht, Löschrecht und so weiter, die werden eingeschränkt und sind auch im SGB 83, 84, Moment, 10, ne, Paragraph 83, 84 auch deutlich nach. Sie hatten es auch indirekt in Ihrem Bericht mal kritisiert, aber es wird sehr wenig darüber gesprochen. Was ist genauso die Frage? Genauso wie die, ja, ich möchte, wie er dazu sieht, meinen Sie wirklich, dass die Bürger, auch zum Beispiel im Gesundheitsdatenschutz, weil da gilt ja Ähnliches, wirklich davon profitieren oder eher deren Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt werden und auch deren Auskunftsrechte? Oder vielleicht auch die Frage, betroffenen Rechte. Reicht die Datenschutzgrundverordnung in dem Bereich? Oder ist sie eher zum Nachteil für die Bürger? Nee, glaube ich gar nicht, dass sie zum Nachteil ist. Ich unterzeichne natürlich auch täglich Anordnungen. Jetzt könnten Sie sagen, das ist ein Beweis dafür, dass sie nicht funktioniert. Aber die Tatsache, dass wir diese Durchsetzung haben, selbst dann, wenn am Ende eine Behörde sagt, tue ich nicht, zeigt, dass wir natürlich eine rechtliche Grundlage haben, die wirkt. Wir haben aber auch Beschwerden, ja, wo wir den Bürgern am Ende antworten. Wir finden, die Behörde verhält sich rechtskonform.
das sieht nicht immer jeder dann so ein, aber ich habe als Beispiel gestern an ein Jobcenter, um mal so ein Beispiel zu nennen, dieses Jobcenter, jemand hatte sich gesagt, ich habe einen Minijob für 3 Monate und dann haben sie nicht etwa nach 3 Monaten gesagt, jetzt legen Sie bitte mal Ihre Kontoauszüge vor, sondern haben vorher dem Arbeitgeber geschickt, hat er wirklich bei dir einen Vertrag, wir sind da etwas bei dem etwas misstrauisch und ähnliches mehr, das war natürlich, hat eine dicke Abmahnung gegeben. Und das werden wir auch als Fall dann im Tätigkeitsbericht veröffentlichen, mit Nennung auch des Jobcenters. Ja, wir haben gemerkt, Ihr Arbeitsbereich umfasst ziemlich viel, ist ziemlich breit. Ich würde sagen, wenn wir in 5 Jahren dann wieder hier sitzen, zum 20. Geburtstag, Sie vielleicht gerade wiedergewählt wurden, sind wir alle sehr gespannt, was sich bis dahin geändert hat. Vielen Dank für das Gespräch.